250.000. Oh shit! Liebe Freunde, willkommen zurück zu den Game News mit einer Spezialausgabe. Und zwar findet am Wochenende die ESL One in der Lanxess Arena in Köln statt. Ja genau, denn von heute an bis Sonntag, also vom 20. bis zum 23. August, treffen sich in der Lanxess Arena in Köln die besten Counter-Strike-Spieler der Welt. Es wird um ein Preisgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar gespielt und der erste Platz bekommt 1.000 Euro. Und der erste Platz bekommt 100.000 davon. Immerhin. Insgesamt ist die ESL One das sechste von Valve gesponserte Major-Turnier. Dabei besteht jede Gruppe aus zwei Legends, das heißt aus dem Top 8 der ESL One in Katowice von diesem Jahr, sowie zwei Challenger-Teams in den jeweiligen Gruppen, die sich aus überregionalen Qualify-Turnieren qualifiziert haben. Applaus! Viele, die so ein Event vielleicht nicht kennen oder noch nicht zugeschaut haben, fragen sich, wie läuft das überhaupt ab? Und wir erzählen euch jetzt mal, was auf diesem Event so abgeht. Am ersten Tag werden im Best of One Double Elimination Format die sogenannten Upper Brackets bereits ausgespielt. Das heißt, dass sich am Donnerstag vier Teams bereits für die Playoffs am Samstag qualifizieren. Die 12 verbleibenden Teams werden komplett neu zusammengewürfelt und spielen dann gegen ganz andere Gegner um die Qualifikation für die Playoffs am Samstag. Das Viertelfinale am Samstag wird dann so ausgelost, dass die Teams aus der Gruppenphase bis zum Finale nicht gegeneinander spielen. Sehr fair, oder? Finde ich gut. Seit der Gamescom stehen alle vier Gruppen, alle Teams fest, und zwar die da sind in Gruppe A. Ninjas in Pyjamas aus Schweden, wir haben Team Solomid aus Norwegen, wir haben Renegades aus Australien und Counter Logic Game aus den USA. In Gruppe B sind Team Envice aus dem Franzenland, Lumi Gaming aus Brasilien, Team Kinguin der Europäischen Union sowie Flipside Tactics aus der Ukraine. Die Gruppe C besteht aus Fnatic aus Das ist so ein Zungenbrecher, ne? Die Teams hier. Gruppe C besteht aus niemandem. Gruppe C besteht aus Fnatic aus Schweden, Natus Windchair aus. Woher kommen die? Ukraine. Natus Windchair aus der Ukraine, Titan aus dem Franzenland und Team E-Battle aus Polska. Polska. Last but not least, die letzte Gruppe besteht aus Vitros Pro aus Polen, Mousesports aus Deutschland, Cloud9 aus USA sowie Team Immunity aus Australien. Australien. Eine Neuheit, die Premiere feiert an diesem Wochenende, sind die Doping-Tests für die Spieler. Ja genau, denn es gibt das Gerücht, dass auch Counter-Strike-Spieler bzw. E-Sportler ähnlich wie beim Schach oder beim Billard oder beim Schießen sich durch Amphetamine oder auch angeblich Cannabis irgendwie ihre Reaktionsschnelligkeit und so verbessern sollen. Cannabis? Würde ich mir eine Tüte rauchen, dann könnte ich doch nicht mehr spielen. Dann würde ich da so... wo muss ich schießen jetzt? Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass auch elektronischer Sport zu Doping führen kann? Und glaubt ihr, dass es irgendwie nötig, dass es dort gemacht wird? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall an dem Wochenende vor Ort sein und wieder mal richtig schön Schabernack treiben. Wenn ihr am Start seid, schreibt uns das mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, was könnt ihr dann machen? Liken, abonnieren, Headshots verteilen. Headshots. Auch ganz wichtig. Wir sehen uns spätestens nächste Woche und dann gibt es ganz, ganz frisches Material von der ESL One in Köln. Macht es gut. Wir gehen jetzt eine Runde zocken. Ja, tschüss.